Verehrte Zuschauer, im Bahnhof Baden-Baden im Wartesaal trafen sich auf Einladung des Südwestfunks die bekanntesten deutschen Sänger, die sich Liedermacher nennen. Denn sie machen selber den Text, erfinden die Musik dazu und sind ihre eigenen Interpreten. Sie sind keine Berufssänger. Diese Art des Liedermachens verbindet sie, die Liberalen und die Neomarxisten, die Individualisten und die Agitatoren, die Poetischen und die Protestierenden. Zwischen diesen Richtungen gab es im Wartesaal große Spannung, Diskussionen und es gab nebenbei auch Ausbrüche unerwarteter Beat-Ekstase. In der nun folgenden Sendung und in einer weiteren im dritten Programm bringt der Südwestfunk in Ausschnitten eine Übertragung von diesem Treffen der Liedermacher, um unsere Zuschauer über eine Bewegung zu informieren, die zwischen Kunst und Politik angesiedelt für bestimmte Tendenzen innerhalb der jungen intellektuellen Generation kennzeichnend ist. Sehen Sie jetzt unseren Bericht. Nach dir manch Kind hat keinen Grund und tut es eben drum. Mein Kind, gewöhn dich dran. Es wird der Sand zu Stein und Blei und Eisen. Du musst in Deckung gehen und kannst dich nicht darüber freuen, wenn sie dir Sand in die Augen streuen. Schlagen ihr das Fell. Mein Kind, gewöhn dich dran. Sie ziehen das Fell dir über die Ohren, sie sind auf deines aus. Gib Acht, dir wird der Balch gegerbt. Schütz deine Haut, mehr hast du nicht geerbt. Dir noch im Spiel und zerstechen deinen Ball. Mein Kind, gewöhn dich dran. Du wirst noch Ziel für manchen Pfeil, bei Zeiten wappne dich, dass dir nicht nach der Lust die Luft vergeht, wenn's Leben dich durch deine Mangel dreht. Kneift dich fest, die Mutter sah grad weg. Mein Kind, gewöhn dich dran. Denn größer werden schnell die Kinder und keines ändert sich. So wie sie sind, wirst du sie nehmen müssen. Und eins ist dabei, das wirst du einmal